Ich, der Professor Wilhelm Grosshirn und mein Helfer, reiner Zufall, sind vor langer, langer Zeit auf eine Karte gestossen. Eine Karte, die zu einem Schatz führt. Wir selber haben aber leider keine Chance gehabt, den Schatz alleine zu finden. Dank der Ubladütu haben wir aber können, im Auffahrtslager den mysteriösen Schatz aufspüren und finden. Nachdem wir das mysteriöse Spiel gefunden haben, haben wir uns dann entschieden, dass wir das Spiel erst im Sommerlager aufmachen und dort ganz genau ausprobieren, was das jetzt wirklich ist. Ich musste einige alte Bücher vornehmen, um ein paar wirklich brauchbare Infos über das Spiel herauszufinden. Es war nicht einfach, aber ein paar wenige Sachen konnte ich doch finden. Einer, komm mal hierher. Ja, Professor? Sollst du mir das bitte in das Erwarten kommen? Selbstverständlich, das mache ich doch. Machst du es aber nicht auf, ja? Nein, sicher nicht. Ja, gut. Das ganze Lager voll. Ja, es könnte doch wieder so schlimm sein, wenn ich jetzt hier reinschaue. Hey, Burst! Hey! Wo bist du? Kopf, ey, wo ist der? Jetzt muss ich sich wieder reinigen. Oh, das ist doch ein Wurst. Ich weiß auch nicht. Jetzt müssen wir alles noch zurück. Oh. Mal schauen, wo der könnte hin sein. Oh, nein! Ist er eingesogen worden? Hat er doch gesagt, dass er eingesogen wird, wenn er es aufmacht. Oh, was mache ich jetzt? Jetzt noch mit meinem Helfer. Das ganze Leben immer einen gehabt. Ich kann den doch nicht alleine dort rausholen. Ich bin ja schon so ein alter Mann. Er könnte mir nicht hier helfen. Zwar, Jubla. Jubla hat mir doch auch schon, die hat mir schon geholfen, das zu bekommen. Könnt ihr eigentlich die mal fragen? Könnt ihr mir vielleicht helfen kommen? Dann wäre ich wirklich dankbar. Und ich glaube, alleine schaffe ich das nicht. Kommt doch ins Sommerlager und helft uns herauszufinden, was mit dem mysteriösen Spiel auf sich hat. Bis dann.